Dämmerung des letzten Tages. Es verbleiben 24 Stunden. Damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Und ich tanze noch eine Runde mit der Vogelscheuche. Mir ist schon ganz schwummerig vor mir, die ganze Zeit, ja, die ganzen Nächte der Vogelscheuche beim sogenannten Tanzen zuschauen zu müssen. Aber auf diese Art und Weise vergeht die Zeit wie im Flug, in der Tat. Das wird später nicht mehr nötig sein. Aber ja, jetzt haben wir drei Tage haben wir durchgetanzt. Was sagt wohl das Huhn im Hintergrund dazu? Da hängt ein Huhn im Käfig. Und das denkt sich auch hier ein Teil, ja, ganz im Ernst. Oh yeah, wie war das, hä? Die Zeit verging wie im Flug. Ich könnte ewig weitermachen. Aber mir scheint, da draußen ist nun alles irgendwie gefährlich. Ich verschwinde aus der Stadt. Pass auf dich auf. Ich kenne ein geheimnisvolles Lied, mit dem du den Fluss der Zeit manipulieren kannst. Möchtest du etwas darüber erfahren? Ja, spuck's halt mal endlich aus. Oh yeah, hör mir gut zu. Spielst du dieses Lied rückwärts, kannst du den Fluss der Zeit verlangsamen. Spielst du jedoch eine Note zweimal hintereinander, lässt du einen halben Tag im Nu verstreichen. Na, Mittling, das ist doch sehr interessant, oder? Wenn du ein neues Lied lernst, dann spiel es mir doch gleich vor. Bis dahin, mach's gut, Baby! Die Vogelscheuche verzieht sich in den Sand zwischen irgendwelchen Rüben. Das muss ich nicht verstehen, oder? Ich tue es auf jeden Fall nicht. Okay, nee, cool, ja, also das Lied... Ja, wir haben unsere Ocarina gar nicht, aber... Ja, wir sind immer noch ein Deku. Unser letzter Stand... Oh, die Erde bebt. Unser letzter Stand war ja bekanntlich, dass wir... Horror Kid gesehen haben auf der Spitze des Turms. Und die Tür oder das Tor zur Spitze des Turms ist eigentlich nur... auf am Karnevalsabend um Mitternacht. Was willst du? Gut, jetzt wissen wir also, wo sich das Horror-Kit herumtreibt. Lass uns in der Nähe des Uhrturms suchen. Vielleicht können wir so etwas in Erfahrung bringen. Oh nein, die Zeit wird knapp. Dir bleibt nicht mehr ein halber Tag. Mach denn nicht ins nicht vorhandene Hemd? Alles wird gut. Und das ist halt die Sache. Man kann ja eh erst... Deswegen habe ich die Zeit verstreichen lassen. Man kommt eh erst weiter voran, wenn Mitternacht am Karnevalsabend ist. Und der findet halt eben statt, wenn... der letzte Tag ist also unten. Ihr habt ja unten die Leiste. Jetzt ist schwarzer Bildschirm, aber jetzt die Leiste. Da steht letzter. Sieht richtig schön aus, ne? Auf Englisch natürlich last, aber letzter sieht auch ganz gut aus. Der letzte Tag, also mehr drei Tage. Und in den drei Tagen spielt sich das Spiel ab. Und das finde ich eigentlich wirklich eines der besten Sachen überhaupt an dem Game. Dass man so viele verschiedene Möglichkeiten hat. An den drei Tagen passieren immer verschiedene Dinge überall. Man muss halt, ja, mit der Zeit spielen. Okay, wir gehen erstmal zu der Blume. Damit kommen wir da hoch, oder? Warte, warte. Einen Moment noch. Was bist denn du für eine Kartoffel? Was mischst du dich hier ein? Mit deinem Bart und mit deinem Hut. Das ist Privateigentum. Versuche nicht hier in meiner Abwesenheit irgendwelchen Unfug zu treiben. Was denn los? Es ist äußerst fraglich, ob der Karneval wirklich stattfinden wird. Vielleicht sollte ich den Laden schließen und mich nach einem Geschenk für meine Frau umzusehen. Ich hörte von einem Stein, den man Mondträne nennt. Sein Glanz soll strahlender sein als Sternenstaub am nächtlichen Himmel. Wenn du einen solchen Stein hast, würde ich dir ganz gerne abkaufen. Meine Frau würde sich bestimmt freuen. Als Gegenleistung biete ich dir meinen Platz hier an, inklusive Dekoblume. Drücke Start, um das Inventarmenü zu öffnen und ziehe, um einen Gegenschatz auszuwählen. Hast du denn eine? Bist du doch ein Deku, daher solltest du doch wissen, wie nützlich so eine Dekoblume sein kann. Wenn du dich nicht beeilst, dann wird ein anderer Deku das Rennen machen. Wer zuerst kommt, fliegt zuerst. Ist kein Problem, wir gucken uns mal das Startmenü an. Da ist die Mondträne, da bitte. Jetzt mal hier gucken, die Maske sieht doch ein bisschen leer aus, ne? Ah, das werden wir alles noch voll kriegen. Meine Herren. Das wird noch ein Abenteuer. Jetzt kriegst du erstmal deine Träne. Das ist doch zum Heulen. Ah, dieser Stein, du musst ihn mir geben. Ich biete dir sogar meinen Platz hier an, inklusive Dekoblume. Na, wie wär's? Er wiederholt sich überhaupt nicht. Du hast die Mondträne gegen eine Landurkunde eingetauscht. Oh, ich danke dir, jetzt habe ich das perfekte Souvenir für meine Frau. Es ist lange Zeit her, dass ich ihre Augen vom Glanz eines so kostbaren Juwels erfreuen durften. Die Urkunde für diesen Platz sollte bei allen Dekos hoch im Kurs stehen, aber das weißt du sicherlich schon. Wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie jederzeit verkaufen.
Damit werden wir noch andere Sachen anstellen. Da habe ich was Skurriles im Hinterkopf. Ja, pack deine 7 Sachen, die eigentlich 3 sind, und mach einen Abgang. Er hatte erst 2 Säcke gehabt. Einen hat er noch in der Dekoblume drin gehabt. Mein Gott, wie es in so einer Blume wohl aussieht. Im Mondschein geht er dahin. So, dann können wir das Ding benutzen. Das ist eine bessere Dekoblume. Die schleudert uns höher und sowas. Und damit kommen wir dann endlich hier hin. Und sacken auch das Herzteil ein. 4 Herzteile geben einen Container. Die Uhr zum Uhrturm öffnet sich nur einmal im Jahr. Und zwar um Mitternacht am Vorabend des Karnevals. Da hast du recht. Herzteil gefunden. Sammle 4 Herzteile, um einen neuen Herzcontainer zu erhalten. Jeder neue Herzcontainer erhöht deine Energieleiste. Schön. Zum Beispiel hat man in Legend of Zelda 1 fürs NES und ich glaube auch in Teil 2 keine Herzteile bekommen, sondern das waren vollständige Herzcontainer. So, und jetzt warten wir hier einfach mal, bis die Tür sich öffnet, weil um Mitternacht ist es soweit, aber dann ist auch die Zeit abgelaufen. Es wird also spannend. Ihr seht ja, der Mond, der kracht. Zeig mal. Ja. Oh, man sieht ihn nicht so. Ah, oh, okay. Epic Face. Hallo. man sieht ihn. Jupp. Also würde ich sagen, kurzer Schnitt. Ich warte hier einfach nur. Ist ja nicht mehr lange. Was denn? Er hat sich wiederholt. Also bis gleich. Die Stunde hat geschlagen. Der Karneval wird gefeiert. Mit einem fulminanten Feuerwerk. Wie es auf dem N64 halt möglich ist. Gut, dann können wir ja hoch. Warum auch immer. Definitiv eine epische Konstruktion. Ja, das muss man erstmal so hinkriegen. Hier mit den Treppen. Die waren ganz schön Hightech drauf, die Jungs damals. In Unruhstadt. Die das erbaut haben. Jawohl. Gut. Zögere jetzt nicht. Sieh doch, du kannst jetzt hier hinaufgehen. So, und jetzt haben wir nur noch 6 Minuten bis zum letztendlichen Weltuntergang. Bis der Mond aufschlägt. Wo sind wir denn hier? Auf dem Ziffernblatt, oder? Hat sich ja so umgedreht. Da ist Horror Kid! Schwester! Ah, Teil! Wir haben euch gesucht! Hey, Horror Kid, wie wär's, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest? Hörst du mir überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon, rasch, die 4, die dort gefangen sind, bringen sie her! Du sprichst nur, wenn ich's dir sage, törichte Fee! Nein, lass meinen Bruder in Frieden! Horror Kid, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Seht nach oben. Versucht doch, das Unabwendbare zu verhindern. Das ist doch echt ein Wahnsinniger. Er hat den Mond jetzt quasi beschleunigt. Ich könnte versuchen, auf der drauf zu spucken. Wenn ich dich treffen würde. Da ist er. Ich dachte, er hat getroffen wegen meiner Anzielfunktion. Da! Wie schmeckt dir das? Hm? Er lässt die Ocarina of Time fallen. Es glitscht sich fast durch den Boden. Es sieht so grafisch aus. Dann her mit dem guten Stück! Du hast die Ocarina der Zeit wiedererlangt. Prinzessin Zelda hat dir einst dieses wertvolle Instrument überreicht. Platziere es auf C und drücke A und C, um auf dem Artefakt magische Töne zu entlocken. Drücke B, um dein Flötenspiel zu unterbrechen. Plötzlich kehrt die Erinnerung an Prinzessin Zelda in dein Bewusstsein zurück.
Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit währen. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Das kommt dir wahrscheinlich so vor, weil von der Zeitlinie her sich ja immer mehrere Links treffen und Zeldas und Ganondorfs, die sich ja immer wieder kreuzen und wiedergeboren werden und dann doch wieder die Seele drin steckt und sowas halt. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag, nimm dies an dich. Der Nachfolger könnte unter anderem... Oder könnte Wind Waker das nächste... Nein, Wind Waker ist eine ganz andere Zeitlinie als Majora's Mask, oder? Stimmt. Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Falls dir etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Dies weckt Erinnerungen. Nee, keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ich hab's nicht gerafft. Du erinnerst dich an die Hymne der Zeit. Diese Melodie, die am Rande deiner Erinnerung nachklingt, ist ein Lied voller Erinnerung an Prinzessin Zelda. Und tschüss, Mann! Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen. Ja, das Beistehen hättest du jetzt auch noch auf die eine Zeile bringen können, oder? Wach auf, du sollst dich in Erinnerungen schwelgen. Wir brauchen dich hier und jetzt. Diese alte Ocarina kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Zu Hilfe! Göttin der Zeit, bitte Hilfe! Wir brauchen mehr Zeit! Warum nicht in Erinnerungen schwelgen? Ich wollte gerade mein Fotoalbum rausholen und ein bisschen drin schmökern. Nun denn. Ocarinchen, dann komm halt mal her. Wir spielen das Lied der Zeit. Wer hätte es gedacht? Huch, wo ist denn dieses Instrument her? Ja, als Deko hat man ein anderes Instrument. Los geht's! Speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Machen wir doch direkt. Ich hab grad nichts Besseres zu tun. Ja, und alles, was jetzt geschehen ist in den 3 Tagen, wird zurückgesetzt. Und wir verlieren alle Items, ihr habt's gesehen. Alles, was wir eingesammelt haben, die Rubine, alles weg. Weil wir sind jetzt wieder in der Vergangenheit, ne? Und anscheinend soll es so erklärt werden, dass wir auch immer wieder dieselben Ereignisse haben. Also, obwohl Link jetzt schlauer ist, passiert jedes Mal dasselbe mit Horror Kid und Taya und Teil und der Verwandlung. Und dass man den Maskenhändler trifft. Da sieht er creepy aus, oder? Schon. Dämmerung des ersten Tages. Wir sind wieder ganz am Anfang. Ja, oder ist einfach nur so ein Flashback, dass man weiß, was eben passiert ist. Also man startet immer hier. Bei der Ankunft in Unruhstadt wieder. Was ist passiert? Alles wieder... Claro, clarissimo. Nur wir haben die Ocarina. Hat von neuem begonnen. Und der Mond ist wieder weiter weg. Doch noch 3 Tage. Was hast du getan? Dieses Lied, dieses Instrument. Dieses Instrument! Warte, das ist es! Dein Instrument! Der Maskenhändler hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Hast du es etwa schon wieder vergessen? Naja. Dann gehen wir hin zum Maskenhändler. Guten Tag. Da sind wir wieder. Ja.
das ist auch merkwürdig. Alle Gegenstände verloren. Nur die Ocarina nicht. Moinsen. Ach, kämpfen. Muss auch so kämpfen. Hast du dem Kobold dein edles Instrument abgenommen? Oh, oh, oh! Du hast sie! Du hast sie! Du hast sie! Hast sie! Dann hör mir zu. Bitte spiele dieses Lied nach, das ich vortragen werde. Präge es dir gut ein. Was ein Riesending da auf einmal steht. Das ist das epische Lied. Das spielen wir jetzt nach. Das gehört nämlich zur Befreiung. Winke, winke. Diese Melodie hilft gegen böse Magie und unruhige Geister, indem sie in Masken verbannt werden. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut, zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in ihr versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Yes, wir können uns jederzeit in eine Deko verwandeln und wieder zurück, auf Knopfdruck quasi. Die Dekoschale fiel von deinem Antlitz. Drücke Start und positioniere sie im Inventar auf C links, C unten oder C rechts. Knifflige Entscheidung. Drücke C, um mithilfe dieser Maske in den Körper eines Deko zu schlüpfen. Drücke C, um dich wieder zurückzuverwandeln. Nun denn, ich habe mein Versprechen eingelöst. Jetzt ist es an dir, deinen Teil deines Versprechens einzulösen. Die Maske. Naja, wie soll ich sagen? Also, Sag bloß. Meine Maske. Du hast sie zurückbekommen, oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren! Diese Maske, die mir gestohlen wurde, es ist Majoras Maske! Ihr haftet einen Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über denjenigen, der die Maske trägt. Wenn man der Legende Glauben schenkt, war das Unglück, das durch Majoras Maske angerichtet wurde, so groß? Dass die Urväter sie aus Angst vor einer größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten, um weiteren Missbrauch zu vereiteln. Doch der Stamm ging unter, also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, die dieser Maske innewohnen. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden. Und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seine Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hat dieser Kobold sie. Ich flehe dich an, du musst diese Maske bald wieder beschaffen. Oder etwas Schreckliches wird passieren. Ich flehe dich an, ich flehe dich an, du musst es schaffen. Wirklich? Willst du das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Du schaffst das! Du bist dieser Aufgabe gewachsen! Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten! Hab Vertrauen!
Der ist echt nicht mehr ganz sauber. Aber es hat mir Spaß gemacht, den zu synchronisieren. Okay, wir sollen die Maske beschaffen. Das wird kein leichtes Unterfangen. Unsere große Reise kann beginnen. Diese Maske. Das Horrorkid missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Kostet es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon. Was wollte Tyler uns damit sagen? Ich hörte, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten und Westen. Aber was meinte er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung. Wenn er nur rascher zum Punkt kommen würde. Du solltest einfach losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor für den Pfad direkt in die Sümpfe. Das freut mich ja zutiefst, aber eins nach dem anderen. Erstmal geben meine Leute einen Daumen hoch und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal und dann gucken wir uns die Stadt mal in aller Ruhe an. Jetzt in Menschengestalt geht da nämlich die Post ab. Guck nicht so. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.